Guten Morgen, die Channel-Bands, und willkommen zu Forza Motorsport. Wir werden uns heute die Fahrzeuge anschauen, die hier im Spiel sind. Wir werden dadurch mal durch die Automesse durchgehen. Das sind, soweit ich mich nicht verzählt habe, 532 Stück an der Zahl, wo wir mal ganz grob zumindest drüber gehen werden. Plus noch ein paar weitere am Ende dann, die ein bisschen mehr versteckt sind, auf die ich dann noch eingehen werde. Aber jetzt heute, wie gesagt, gehen wir erstmal fürs Erste hier mal durch die Autoliste, die wir im Spiel haben. Erstmal kann man sagen, hier am Anfang gibt es wohl immer zwei Fahrzeuge, die Rabatt haben. Das eine ist ein Fahrzeug, welches in der Horizon Tour aktuell präsentiert wird. Das andere ist ein Fahrzeug für VIP-Mitglieder, welche da nochmal einen, ich glaube, 10% Rabatt bekommen. In dem Fall eben der Huracan STO auf den VIP-Mitglieder Rabatt bekommen. Und der Subaru BRZ, der neue, ist hier gerade Teil der ersten Horizon Tour. Deswegen, die sind hier am Anfang unter den Vorgestellten zu finden. Ansonsten, ich werde jetzt nicht auf jeden Auto im Detail eingehen, weil ansonsten sitzen wir hier noch eine Ewigkeit. Neu auf jeden Fall der Acura NSX GT3, Teil eines DLCs. Alfa Romeo, nur die Giulietta tatsächlich, finde ich ein bisschen schade. Dann, ja, wie gesagt, ich gehe ein bisschen schneller durch das Ganze durch, nur eben auf ein paar weniger Fahrzeuge werde ich im Detail eingehen. Hier der 2001er V12 Vanquish, den haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Jetzt hier also auch wieder zurück. Bei Audi haben wir ein paar neue Modelle reinbekommen, die wir in Forza Horizon 5 ja schon reinbekommen hatten. Den e-tron, den RS3, RS6, RS7, D8, tatsächlich auch ein DLC-Wagen, TTRS, RS5 und RS4, der neue eben. Also auch hier, wie gesagt, wurden ein bisschen modernere Fahrzeuge reingebracht bei Audi. Dann sehen wir hier den Pininfarina Battista, der auch komplett neu in Forza ist, tatsächlich. Ein Wagen, der mich ein bisschen verwirrt, der Bentley Continental GT3 von 2014. In Motorsport 7 hatten wir den 2017er, warum wir jetzt hier ein älteres Modell bekommen haben, verstehe ich nicht, ehrlicherweise. Auch BMW hat ein paar neue Modelle bekommen mit dem M3, M4, M8, Z4, M5. Also auch da, wie gesagt, ein etwas moderneres Line-Up. Der normale M3 E92 fehlt tatsächlich, finde ich ein bisschen schade. Aber ja, ansonsten hier auch ein solides Line-Up, auch hier mit ein paar älteren Rennwagen noch. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Der BRM hier ebenfalls ein Wagen aus dem DLC. Es fehlt der Bugatti Veyron tatsächlich. Der ist nicht mehr mit dabei. Ein bisschen schade. Aber vielleicht kommt er irgendwann noch, keine Ahnung. Hier natürlich dann die drei Cadillac V-Series R Hypercars. Wovon natürlich da die Nummer 1 das Cavalcade ist, wie wir wissen. Ja, ansonsten hier bei Chevrolet dann noch die neue Corvette Z06 sowie die E-Ray, wo ich es ein bisschen weird finde, dass die Z06 einen niedrigeren LI hat als die E-Ray. Verstehe ich nicht, wie das zustande kommt, aber irgendeinen Sinn wird schon haben. Die ZR1 auch wieder mit am Start. Die ZL1 tatsächlich, Camaro, scheint ein neues Model bekommen zu haben. Wir sehen hier eine Carbonhaube. Interessant auf jeden Fall. Soweit ich weiß, hat die normale ZL1 nie eine Carbonhaube gehabt. Ich meine, das war der 1 LE vorbehalten, aber vielleicht habe ich da auch einfach irgendwas nicht so ganz mitbekommen. Es fehlt eine Corvette C1 tatsächlich. Auch sehr, sehr schade an der Stelle. Genauso auch die Dodge Challenger Hellcat nicht mehr mit dabei. Dafür der alte Challenger SRT8. Warum? Keine Ahnung. Ja, irgendwie nicht so ganz mir ersichtlich. Der Dodge Stealth kehrt zurück aus Motorsport 4, soweit ich weiß. Sehr schön auf jeden Fall. Den haben ja auch einige haben wollen. Und ja, das Mitsubishi-Äquivalent ist da natürlich dann auch mit dabei. Dazu kommen wir dann später. Auch Ferrari hat ein paar neue Modelle bekommen. SF90 Stradale, Roma, Monza SP2, F8 Tributo, Pista, FX Caevo. Also auch hier wieder ein paar coole neue Fahrzeuge. Definitiv, die hier mit am Start sind. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Auch natürlich klar, ein paar ältere Rennwagen hier von Niki Lauda oder der 512 für BLM. Sehr schöne Autos. Die Preise sind weird teilweise, warum der 250 GTO günstiger ist als einige Fahrzeuge, die in der Realität einen Bruchteil davon kosten. Hinterfragen wir einfach mal nicht. So ein GT500 zum Beispiel ist teurer. Genau, dann hier ein V8 Supercar von Ford tatsächlich. Der Ford GTLM darf natürlich auch nicht fehlen. Auch hier ein neuer Tourenwagen, ein ja, neuer alter Tourenwagen, auch 9 Jahre alt mittlerweile. Aus der PTCC auch ein DLC-Wagen. Weiterhin haben wir dann den Mustang SVO hier beispielsweise, der aus Horizon 5 dann hier sein Debüt feiert.
Bei Holden auch der 2017er Fahrrad Supercar. Und der 68er Monaro, der zurückkommt, sehr cool. Bei Honda dann ein neues Tourencar der 2020er Civic. Sehr nice auf jeden Fall. Auch hier aber wurde ein bisschen an Modellen rausgestrichen. Bei Hyundai ebenfalls das neue Tourencar. Sehr cool, definitiv. Jaguar, den XJ20S TWR, Entschuldigung, der hier reingekommen ist. Cooler Wagen, definitiv. Genau, bei KTM, da kommen wir dann später noch zu einem interessanten Wagen. Lamborghini hat ja in Horizon 5 einige Fahrzeuge bekommen. Auch hier den Essenza beispielsweise, den wir kürzlich erst in Horizon bekommen haben, Huracan STO. Huracan Evo, Desian, Performante SVJ, alle hier mit dabei. Es fehlen tatsächlich der normale Huracan und der normale Aventador. Finde ich sehr schade, und gerade der normale Huracan, also der 610-4, der ja das Covercar von Horizon 2 war, ist leider raus. Irgendwie sehr schade. Finde ich definitiv. Aber vielleicht kommt ja, also beim Huracan hat man sich vielleicht gedacht, wir haben den Huracan Evo drin, der reicht. Keine Ahnung, könnte sein. Und beim Aventador kommt vielleicht irgendwann dann der Aventador S. Ist möglich auf jeden Fall. Ein paar Lotus-Modelle, auch hier ein paar Formelwagen. Wären auch sehr cool auszufahren sein, hoffe ich mal. Bei Maserati, wir haben den Straßen MC20 hier im Spiel. In Horizon 5 haben wir den Versione Corsa. Ich hinterfrage es einfach nicht. Also die Rennversion haben wir in Horizon, die Straßenversion in Motorsport. Bei Mazda dürfen wir uns freuen. Natürlich über den 787B. Selbstverständlich, der wieder mit am Start ist. Sehr cool. McLaren hat ein tolles Lineup im Spiel, muss ich sagen. 765 LT, 620R. GT, Senna. Der Senna GTR war schon zu sehen tatsächlich im Intro. Also der wird relativ bald nachkommen. Bin ich mir recht sicher. Das Einzige, was, also wirklich der einzige Wagen, der mir hier fehlt, ist der 12C. Das ist der einzige McLaren, der mir fehlt. Ansonsten traumhaftes Lineup, wie ich finde, bei McLaren. Der AMG One wurde tatsächlich überarbeitet. Im Gegensatz zu Forza Horizon. Das dürften leicht andere Werte sein. Ich möchte das jetzt aber nochmal kurz überprüfen, wenn ich das mal Sekunde auf dem Handy kurz umrechne. Oder ich kann es einfach anders nachgucken. Da. Genau, ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall die geupdatete Version, so wie der AMG One tatsächlich auch sein sollte, haben wir jetzt hier im Spiel. Black Series ist natürlich mit dabei, klar, ansonsten hier leider auch nichts Neues bei AMG oder Mercedes-Benz. Der C32 wird ein paar Leute freuen. Definitiv sauber, C9, klar. Dega GTR. Nicht dabei. Ich weiß nicht warum. Ziemlich schade. Ein paar MGs sehen wir. Auch hier tatsächlich nicht den MG Tourenwagen. Weiß nicht warum. Den haben wir in Horizon bekommen. Im Motorsport ist er nicht dabei. Wobei man auch, wie gesagt, sagen muss, es gibt ein paar Fahrzeuge, die hier in der Automesse nicht dabei sind. Die allerdings dann in der über andere Wege reinkommen. Da werde ich, wie gesagt, noch ein, zwei zeigen. Mitsubishi sehen wir hier jetzt den FTO GP Version R. Sehr cool auf jeden Fall, dass der mit dabei ist. Nissan, klar, Panismo-Modelle hier. Dann das Altima V8 Supercar. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und ja, ansonsten auch hier ein paar schöne, klassischere Modelle. R91 CP, legendäres Fahrzeug einfach nur, muss man sagen. Ist auch Nissan hier mit einem ganz netten Liner. Pagani, nur der Huayra BC, kein Sonder, kein Huayra R. Sehr, sehr schade, finde ich definitiv. Pontiac, auch ein paar Modelle hier im Spiel. Auch hier fehlt mir leider der 77er Firebird. Also ihr seht, es sind so ein paar Lieblinge einfach, die meiner Meinung nach ein bisschen fehlen. Bei Porsche natürlich riesen Lineup. Und 2018, also 991 GT3 R als DLC-Wagen, finde ich eine super Frechheit. Während der 992 schon ein paar Jahre fährt, aber naja, was willst du machen? Zusätzlich zum RSR von 2017 haben wir dann noch den 2015er reinbekommen. Warum? Keine Ahnung. Man hat wohl irgendwie einen Faible für outdated Rennwagen bei Turn 10 aktuell. Der 911 GT3, Baureihe 997.1 ist hier im Spiel. Finde ich sehr nice. Ist ein cooler Wagen, wie ich finde. Und auch mal ein GT3 und zusätzlich dazu den GT3 RS natürlich nicht zu haben, weil der ist rausgeflogen, der 4.0. Ist eine interessante Entscheidung. Also ich würde gerne mich mit demjenigen unterhalten, welcher die Karte hier gestaltet hat. Ich sag's, wie es ist. Ansonsten, was haben wir hier? Rimac haben wir noch. Klar, Celine, Shelby.
Dann sehen wir hier nochmal den Subaru natürlich. Auch hier der LeVorg GT. Ein weiterer Tonwagen, der ein DLC-Wagen ist. Ja, ansonsten noch ein paar Toyota-Modelle hier. TS040. Leider natürlich nicht das Hypercar von Toyota. Das wäre ja zu gut gewesen. Ein Vauxhall-Tourenwagen, auch ein DLC-Wagen. Ein 2006er Astra. Fand ich ganz interessant, dass der zurückgekommen ist. Dann sehen wir hier, das wird ein paar Leute freuen, der 2022er Volkswagen Golf R, also tatsächlich der Golf 8 an der Stelle. Wird ein paar Leute freuen, Grüße an Multi an der Stelle. Es fehlt der Käfer und es fehlen der Bulli. Ja, tatsächlich. Und ja, das wäre es dann auch mit den Fahrzeugen aus der Autoshow gewesen. Wie gesagt, es gibt noch ein paar, die man über Umwege sieht. Wenn wir jetzt hier mal beispielsweise zu den Rennen gehen, in die Karriere rein, dann sehen wir ein paar Fahrzeuge. Hier zum Beispiel den Ford GT Heritage Edition. Ob das nur Deliveries für den Ford GT oder ob das wirklich ein eigenes Modell ist, weiß ich an der Stelle noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall der Ford GT Heritage Edition. Wie gesagt, kann aber auch der Delivery für den normalen sein. Den LFA sehen wir hier. Deswegen, der ist in der Automesse nicht drin, der ist einfach hier verfügbar. Weiterhin haben wir hier dann den Dodge Demon. Und in der Legacy Tour haben wir dann noch den Porsche GT2. Und in der Open Tour Kategorie sehen wir dann noch den 2020er Audi R8, also das Facelift Modell davon. Sehr cool auf jeden Fall, dass der im Spiel ist. Und ja, es gibt noch ein paar Fahrzeuge, die dann im Release reinkommen im ersten Monat for free. Das sind dann der Subaru BRZ, eben der KTM Crossbow GT2, der Ferrari FXXK, das Ginetta NLP1 Fahrzeug sowie der Acura DPI, wenn man das dann alles abgeschlossen hat. Sehr interessant auf jeden Fall. Weiterhin gibt es noch ein paar Fahrzeuge, die aktuell, glaube ich, noch gar nicht im Spiel sind, die man über ein paar Umwege erkennt. Zum Beispiel, wenn wir in die Aufzeichnungsgalerie reingehen, dann sehen wir hier als Beispiel den McLaren 27S GT3. Ja, sehr interessant. Und ich weiß jetzt nicht, was das grüne Fahrzeug ist. Es ist auf jeden Fall kein Wagen, den wir im Spiel aktuell haben. Es könnte der M4 GT3 sein. Ich bin mir nicht sicher, es könnte der M4 GT3 sein. Aber auf jeden Fall sieht man da noch so diese zwei Fahrzeuge eben, die dann irgendwann reinkommen werden. Das ist jetzt mit den Fahrzeugen gewesen, von denen man weiß, die zu Release eben drin sein werden. Es kann noch ein paar Geheime geben. Meine persönliche Meinung zu der Sachlage ist ehrlicherweise sehr negativ. Klar, es wird einige Möglichkeiten geben oder es wird sehr, sehr viele Fahrzeuge geben, wo man sich einfach freut, die mal in Motorsport auszufahren, die in Horizon 5, in Horizon 4 reingekommen sind, noch nie in dem Motorsport drinnen waren. Die jetzt auszufahren wird auf jeden Fall sehr cool werden, keine Frage. Am Ende des Tages muss ich nur sagen, gerade die Rennwagen, wenn ich mir das anschaue, es ist einfach sehr mau. Wenn wir jetzt mal das Ganze wirklich sortieren nach Gruppe und wir gehen mal zu den Forza GT, dürfte das ja sein, die Kategorie, dann ist da von 2020 die Corvette C8 dabei, die C8R und das war's dann. Also dann sehen wir hier beispielsweise nichts von Mercedes. Wir haben weder den SLS noch mit dabei, noch den AMG GT GT3. Keine Ahnung warum. Ich finde es auch gerade wild. Ich bin das erste Mal hier tatsächlich drin, dass die V8 Supercars jetzt hier bei den GT-Wagen reingeschmissen wurden. Die Kategorie ist noch wilder aufgebaut, als das in Motorsport 4 noch, in Motorsport 7 noch der Fall war. Die neuen GT3-Wagen, die reinkommen, der NSX, der R8 und der Porsche, die sind alle schon outdated, die sind alle 5 Jahre alt. Das sind dann auch noch DLC-Wagen, wie gesagt, riesengroße Frechheit, wie ich finde. 911 hat eine komplett neue Generation, die seit Jahren fährt. Der Audi hat zwei Evo-Versionen mittlerweile schon bekommen. Der Acura auch eine Evolution, also ein Facelift-Modell. Ich finde das nicht, ich finde die Carlist, ehrlich, gerade was Rennwagen angeht, nicht gut. Absolut nicht gut. Straßenwagen, ja, das ist solide. Aber das sollte nicht der Fokus sein. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier mal, das ist so ein bisschen der Lichtblick, den ich habe. Die Fahrzeuge, die jetzt hier über den Builders Cup reinkommen, also über die Tour, das sind zum Großteil Rennwagen.
warum wir vom Acura den DPI bekommen und nicht das Hypercar, ich hinterfrage es einfach nicht. Es wäre halt wirklich das Äquivalent zum Cadillac, damit wir da mal ein Konkurrenzprodukt hätten, aber hey, vielleicht kommt es ja irgendwann mal. Aber nein, das ist zumindest mal ein Zeichen, dass eventuell über den Car Pass, worüber ja noch 4 Fahrzeuge reinkommen, über die Tour hier ein paar mehr moderne Rennwagen noch ins Spiel kommen. Das wäre ganz nice. Aber so wie es zum Release gerade ist, bin ich ehrlich, ist die Carlist für mich persönlich sehr enttäuschend und es gilt hier leider das Motto Quantität über Qualität. Ich muss es leider so brutal sagen. Aber ja, schreibt mir gerne eure Meinung zur Carlist unten in die Kommentare rein. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr zu Forza Motorsport sehen möchtest, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Da wird es in den nächsten Tagen natürlich sehr viel Content dazu geben. Ansonsten wäre es das mit diesem Video gewesen. Bis zum nächsten Mal. Servus!